Der moderne Rechtsextremist lässt Springerstiefel und Bomberjacke im Schrank und mischt sich unauffällig unter die Leute. Für seine Propaganda verteilt er keine Flugblätter mehr, sondern nutzt, mal offen, mal verdeckt, das Internet. Um die braune Ideologie online zu bekämpfen, müssen aus Streetworkern interneterfahrene Infoarbeiter werden. Nur, selbst wer sich umfassend mit Webforen und Netzwerken auskennt und selbst versteckte rechte Botschaften online dekodieren kann, hat noch lange kein Rezept für das konkrete Eingreifen parat. Martin Ziegenhagen sieht vor allem die schriftliche Kommunikation in Digitalien als das große Problem. Ja, die digitale Jugendarbeit ist eben digital. Man sieht die Leute nicht direkt, man hat sie nicht genau persönlich vor der Nase. Man kann sozusagen sich auch nicht direkt sofort aufs Umfeld beziehen, Bezüge herstellen. Hinzu kommt die Unübersichtlichkeit des Netzes. Anonymität, Mehrfachidentitäten, Webserver im Ausland und undurchsichtige Querverbindungen. Der Umgang mit Nazis im Netz kostet Nerven und Kraft. Die Frage ist, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wie stark fühle ich mich persönlich sozusagen? Also wie sieht es aus mit der Motivation? Man kommt sich doch so vor, als wenn man der Übermacht gegenübersteht. Gegen Rechtsinitiativen wie die Online-Beratung nutzen das Internet bisher vor allem als Möglichkeit, leichter mit Beratungswilligen in Kontakt zu kommen. Mit Eltern von abdriftenden Kindern zum Beispiel. Die fallen, genauso wie Erwachsene, leicht rein auf die digitale Masche der Rechten. Denn Neonazi-Seiten in sozialen Netzwerken lassen sich nicht an virtuellen Hakenkreuzschmierereien erkennen. Sie behandeln oft Aufregerthemen wie die Euro-Krise, Kindesmissbrauch, Arbeitslosigkeit. Hinter diesen harmlosen Facebook-Fassaden gelangt man fließend bis in die Hass- und Hetze-Ecken der Rechten. Zum Beispiel findet man dann auch in Einträge, wo Leute, die antifaschistisch sind, namentlich mit Foto geoutet werden und dann eben dann auch noch die Kommentare, was machen wir jetzt gegen ihn, umbringen, erpressen, verprügeln. Das ist Michael W. Er dokumentiert für das antifaschistische Pressearchiv in Berlin, was sich online im rechtsextremen Bereich tut. Aus Sicherheitsgründen möchte er nicht erkannt werden. Online kann er fast in Echtzeit miterleben, wie sich Einzelne immer tiefer im braunen Netz verstricken. Wie hinter dickem Milchglas spielt sich ein Film aus fremdem Hass und Kampfgebrüll ab. Ganz nah. Und eben doch unerreichbar. Man kann das ja richtig sehen, wie sich Jugendliche radikalisieren, wie ihre Sprüche immer härter werden, wie sie immer mehr Nazis in ihre Freundeskreise reinlassen und immer mehr unpolitischere Leute oder alte Freunde dann abstoßen. Man kann das ja wirklich Monat für Monat feststellen, wie die Radikalisierung verläuft. Die Nazi-Gegner hängen deutlich hinterher, was die Entwicklung von Konzepten gegen das rechte Netz betrifft. Wie immer in der sozialen Arbeit sind es die finanziellen Mittel, die fehlen. Und wie immer, wenn es um das Internet geht, kommt die Einsicht spät, dass Beobachten und erstmal Abwarten nicht hilft. Also wenn ich von so Peer-Konzepten ausgehe, das heißt junge Leute sprechen junge Leute im Netz an, dann geht es auch darum, diese jungen Leute zu begleiten, zu betreuen, zu coachen, auszubilden, Argumentationstrainings mit ihnen zu machen etc. Auch darüber hinaus gibt es sozusagen die Offline-Welt, die normale Welt ja auch. Und auch dort müssen die natürlich präsent sein und sich zeigen und ihre Statements abgeben dürfen und auch ihr Logo irgendwo dran wappen dürfen. Der crossmediale Einsatz ist also auch hier gefragt und die viel bessere Verknüpfung von On- und Offline-Arbeit. Bisher allerdings ist man online nicht viel weiter, als sich im Rahmen diverser Aktionen mit virtuellen Gegenrechts-Buttons für Blogs und Twitter-Bildchen mit durchgestrichenen Hakenkreuzen zu positionieren oder die analogen Initiativen mit eigener Website zu präsentieren. Anna Groß von NoNaziNet versucht etwas Neues. Den direkten Weg. Sie kontaktiert täglich Jugendliche online. Dabei macht sie sich den Umstand zu nutzen, dass vieles im Social Web in aller Öffentlichkeit stattfindet. Das kann man zum Beispiel darüber tun, wenn man sich anschaut, auf welchen Seiten Gefällt mir geklickt wurden, von welchen Menschen das getan wird. Und wenn wir dann feststellen, das sind zum Beispiel Leute, die ansonsten gar nichts mit der Neonazi-Szene zu tun haben, gehen wir schon auf die Leute zu und versuchen erstmal rauszufinden, sind die schon näher verwoben? Viele Nazis haben sich in der digitalen Welt eingerichtet und nutzen virtuos die dortigen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sind erst wenige Anti-Nazi-Organisationen im 21. Jahrhundert angekommen.
Sie suchen immer noch nach Eingreifstrategien für eine Welt zwischen Sharing und Shitstorm, zwischen Hyperlinks und Hasspamphleten. Dafür brauchen sie Unterstützung und auch dringend Ideen.